Die Lahn versteckt sich nicht. Sie trumpft auf. Mit Burgen, Schlössern und einer grandiosen Landschaft. Mächtige Herrscher flanierten an ihren Ufern. Und noch heute spiegelt sich im Fluss der Glanz der Vergangenheit. Das liegt auch an den Menschen hier, die das Erbe mit Herzblut bewahren und neue Glanzpunkte setzen. Tatkräftig und mutig. Mit Visionen, mit Kreativität und einer gehörigen Portion Heimatliebe malen sie neue Farben in den alten Glanz. Genau an der Grenze zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz beginnt diese filmische Flussreise. Wie es sich für die stolze Lahn gehört, mit einem grandiosen Blick auf Schloss Oranienstein. Von hier aus geht es flussabwärts, entlang der rheinland-pfälzischen Lahn. Rund 50 Kilometer über Balduinstein, Obernhof und Bad Ems bis nach Lahnstein an die Mündung in den Rhein. Jeden Morgen das Haus verlassen. Durch eine 400 Jahre alte Tür schreiten. Im Glanz der historischen Altstadt von Dietz zur Arbeit gehen. Für den Kunsthistoriker Georg Pick gibt es nichts Schöneres. Das Tolle hier in Dietz, wenn ich zur Arbeit gehe, ist, dass man die ganze Stadtbaugeschichte einmal ablaufen kann. Wir haben die Fachwerkhäuser, wir haben hier tolle Gründerzeitbauten und genau dieser Mix über die Jahrhunderte ist das, was mich immer wieder begeistert und das macht immer wieder Spaß, genauer hinzuschauen. Georg Pick arbeitet im Museum des Dietzer Schlosses. Hier ist auch die erste Stadtansicht von 1623 zu sehen. Was Georg Pick freut, denn auf ihr kann man das Haus erkennen, das er und sein Mann vor 5 Jahren gekauft haben. Das ist eine ganz spannende Sache, weil man merkt, dass man eigentlich an einer Stelle lebt, die seit Jahrhunderten in Nutzung war. Und man selbst ist nur so ein ganz kleines Licht in der Geschichte dieses Hauses. Das alte Amtshaus, in der Stadt auch bekannt als Haus Monreal, war schon immer Teil der Dietzer Stadtmauer. Georg Pick und sein Ehemann Dennis Wösthaus wollen den Glanz der alten Zeiten wieder zum Leben erwecken. Wir müssen wieder gut aufpassen, dass wir den Lappen nicht wieder in Flammen aufgehen lassen, wie beim letzten Mal. So, das wäre geschafft. Ein Fenster mehr oder weniger. Nummer 26 von 63, fehlen noch 27, wir haben fast die Hälfte. Mit gerade mal 30 ein solch altes Haus übernehmen, mit 600 Quadratmetern, eine Mammutaufgabe. Ein bisschen Geld kommt rein über die Vermietung einer Ferienwohnung. Hallo. Guten Tag. Ich bringe Ihnen noch ein paar Handtücher. Ah, danke. Gerne. Ihr Ziel ist eine sensible Restaurierung des alten Amtshauses. Das Haus lebt, das Haus braucht Zuwendung. Meine Schwiegermutter hat mal gesagt, ihr habt kein Haus gekauft, ihr habt eins adoptiert. Und so kann man das auch sehen, wirklich. Ja, es ist Lebensaufgabe, Lebensinhalt und eigentlich Regisseur des Lebens. Es sagt genau, was als nächstes zu tun ist. Das braucht man sich nicht selber ausdenken, sondern man macht das, was das Haus als nächstes braucht. Und darauf reagiert man dann einfach nur. Im Moment braucht das Haus ein Facelifting. So gesagt, läuft der hier unten drunter irgendwo entlang. Die Wand ist ja nachträglich reingesetzt worden. Das ist alles komplett reingesetzt und da ist auch kein Fliesenboden drin, sondern da ist so ein dicker Ästrich. Ein Architekt soll klären, wie stark der Zahn der Zeit genagt hat. Auch da an der Außenwand schon an, zieht sich hier durch bis zum Badezimmer und der geht drüben an der Barocktreppe weiter. Und hier. Es sind Risse aufgetaucht. Im Haus und auch außerhalb. Genau da endet dieser Riss. Die jungen Hausbesitzer machen sich dennoch keine großen Sorgen. Alle großen Probleme waren kleine Probleme und wenn man sich nicht drum kümmert,
dann wird es ein großes Problem. Ja, vor allen Dingen, wenn wir so anfangen, dann werden wir hier nicht mehr froh. Also das Haus arbeitet, das lebt, das bewegt sich. Wir haben auch genug Balken, die gar nicht mehr so verbunden sind, wie es früher mal gedacht war. Die hängen heute frei in der Luft. Das ist halt so. Da darf man sich keine Sorgen machen. Georg Pick und Dennis Wösthaus bauen im Erdgeschoss eine Wohnung für die Eltern aus. Das Schlafzimmer wird direkt an der Stadtmauer liegen. Sie haben aber noch viel mehr Pläne für ihr Amtshaus. Hausmann Real ist ihr Lebensprojekt. Ja, warum gibt es oft Männer, die gemeinsam so ein Haus sich als Lebensaufgabe machen, haben wir immer wieder festgestellt. Das liegt auch daran, wir werden keine Kinder haben. Das ist einfach nicht Teil unseres Lebensentwurfs. Und dadurch hat man sehr viel Zeit, Liebe und Energie, sich eben um ein Haus zu kümmern. Sechs Uhr morgens, 10 Kilometer flussabwärts. Wenn sich hier nahe Balduinstein der Nebel lichtet, liegt die Lahn in einem besonderen Glanz. Und der lockt einige Menschen schon jetzt aufs Wasser. Es ist sehr schön hier an der Lahn. Ja, ich genieße. Es ist für mich eine Erfüllung hier, zu arbeiten und zu wohnen. Ja. Ich bin halt ein glücklicher Mensch. Schon seit 3 Jahren fährt Christoph Tschech morgens raus. Immer vor seinem Dienst als Schleusenwärter. Hi, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Christoph. Und Diese. Und Frühsport machen vor den Schleusen, ne? Ja, genau. Ja, wann geht's los? 10 Uhr, wie immer. Ja, ich mach gleich auf. Mach's gleich auf. Gut. Mach's gut. Erst in einer halben Stunde wird Christoph Tschech die Tore seiner Schleuse öffnen. Aber für die Bootsfreunde Heinz Scheier und Wilfried Viertel ist das kein Problem. Tuckern auf der Lahn ist für sie das Größte. Ich bin seit 1974 auf der Lahn, angefangen mit einem kleinen Schlauchboot. Und das ist natürlich immer größer gewachsen. Man wollte irgendwann mal auf dem Trocknen sitzen. Und deshalb ist irgendwann mal vor 38 Jahren hier dieses Boot mein eigen geworden. Ne? Und mit dem alten Boot fährt er nun jedes Wochenende hinaus auf den Fluss. Die Lahn ist Natur pur. Wer hier fährt, der muss einfach eine Beziehung haben zu der Natur. Das ist etwas, was einzigartig ist in Deutschland, denn das ist der einzige Fluss, wo man noch heute wirklich ungestört, ohne Berufsschifffahrt gut fahren kann. Die ist gestaut, die Lahn, und man kann leicht und gut hier mit jedem Boot fahren. Für Christoph Tschech beginnt jetzt die Schicht. 8 Stunden öffnet er für Bootstouristen die Schleuse Kramberg. Kostenlos. So, ich fange jetzt an zu schleusen. Ne? Ich mache Schützen auf. Er ist hier sein eigener Chef. Und das gefällt ihm. Ja, das ist irgendwas Besonderes. Das ist nicht alltäglich. Also gibt es halt nicht an jeder Ecke, Schleusenwärter zu sein, beziehungsweise in dem Stil, wie wir das hier an der Lahn betreiben. Ne? Es gibt ja auch größere Schleusen, da sieht das ganz anders aus. Ne? Hier, das ist sehr abwechslungsreich, weil wir haben einen Einzelarbeitsplatz. Wir machen alles selber hier, ne? Alle Tätigkeiten. Ob das die Wartung, die Pflege, ja, alles das Drumherum, was zum Schleusen gehört, das machen wir halt selbst. Ne? 11 Schleusen gibt es auf dem rheinland-pfälzischen Abschnitt der Lahn. Heinz Scheier kennt sie alle. Ich kenne jede Stufe hier. Ich sehe die Fische hier unten drin, die kenne ich alle mit Namen. Also von der Warte her gesehen, ich habe es noch nicht gezählt, wie mal ich geschleust bin. Es werden schon einige 1000 Mal gewesen sein. So, geht auf. Danke, Christoph. Den Flussabschnitt hinter der Schleuse Kramberg liebt Heinz Scheier besonders. Hier atmet die Lahn aus. Keine Straßen, keine Bahn, nur Ruhe. Hier stimmt noch alles, hier stimmt noch die ganze Natur. Hier ist alles noch im Einklang. Auch das Wasser ist hervorragend. Da sind Teichmuscheln drin, da gibt es noch Krebse drin, die man sonst auch nirgendwo mehr findet. Und dann sagt man oft, die Lahn hat dreckiges Wasser. Das, was hier so bräunlich aussieht, das sind Algen, das sind
braunen Algen, die natürlich bei der Wärme anfangen zu blühen. Und deshalb sieht das schmutzig aus, ist es aber nicht. Follow, follow the sun, which way the wind blows, when this day is done. Heinz Scheier und Bootsfreund Wilfried Viertel haben heute noch Großes vor. Sie wollen bis zur Mündung der Lahn fahren, nach Lahnstein, rund 40 Kilometer. Am Kramberger Bogen verbiegt sich der Fluss. Hier gibt es ein Naturschutzgebiet, von dem man einen der schönsten Blicke auf die Lahn genießen kann. Zum Pavillon auf den Gabelstein läuft dieser Mann deshalb regelmäßig. Frank Feigl aus Kramberg, einer von hier. Ich bin an der Lahn groß geworden, hier gerade einen Ort weiter. Wir waren oft an der Lahn, wir waren oft in der Lahn schwimmen. Und das ist einfach Heimat, das ist nach Hause kommen. In seinem Zuhause pflegt Frank Feigl ein genussreiches Hobby: Bier brauen. Ich finde das so unheimlich meditativ irgendwie. Das beruhigt. Ich bin die ganze Woche voll angespannt und wenn ich Bier braue, da kommen wir runter. Und vor allen Dingen das Schöne ist, man sieht nach 9 Stunden, was man geschafft hat. Das mache ich hier. Mich beruhigen. Jetzt schalte ich die Pumpe ein und dann wird hoffentlich was passieren. Wenn man jetzt hier reinschaut, der Wasserspiegel oder der Sudspiegel steigt jetzt an und läuft gleich hier über den Rand drüber. Bier brauen heißt vor allem warten können. Aber genau deshalb ist es ja das Hobby von Frank Feigl. Sein Geld verdient er als Lehrer für Deutsch und Geschichte. Hier in seinem Garten in Kramberg, einem 600-Seelen-Ort oberhalb der Lahn, kann er sich ausklinken. Früher war er als Computerspezialist in der Welt unterwegs, aber die Heimat hat ihn zurückgerufen. Was ich hier in der Gegend einfach schätze, ist die Ruhe, die Natur, das Landleben. Ich bin hier im Nachbarort aufgewachsen. Und bin dann aber nach Amerika und habe in Kalifornien gelebt und von da aus nach Paris, habe dann auch 5 Jahre in Paris gelebt, dort meine Frau kennengelernt und irgendwann wurde sie schwanger und dann standen wir vor der Entscheidung, Paris oder Landleben. Und dann haben wir uns fürs Landleben entschieden und sind hier nach Kramberg und haben hier die alte Schule gekauft und bis jetzt nichts bereut. Immer wieder Hopfen dazugeben, den Sud geruhsam köcheln lassen, das ist das Geheimnis eines guten Bieres. Frank Feigl braut unterschiedliche Biere, fruchtige, deftige. Er will sich nicht festlegen, auch was seine anderen Steckenpferde betrifft. Musik machen zum Beispiel. In der alten Schule von Kramberg hat er einen Ort gefunden, der ihm genug Spielflächen bietet. Vor 20 Jahren hat er sie gekauft und seitdem genug Platz, um immer wieder Neues auszuprobieren. Ich wollte immer im großen Haus leben. Also ich brauche ein Haus mit ganz, ganz vielen Zimmern, wo ich meinen sinnigen und unsinnigen Hobbys frönen kann. Ein Fotoatelier zum Beispiel, ein Raum zum Schneiden von selbstgedrehten Filmen oder ein Kellergewölbe für seine größte Leidenschaft, die Band.
Ich bin so dankbar, dass ich ein Instrument lernen durfte, dadurch die Band kennengelernt und Freunde gefunden, neue Freunde. Man lernt permanent neue Leute kennen, andere Bands, tauscht sich aus. Musik spielt für mich eine ganz große Rolle. Kann man Bass gut hören? Super, hört sich gut an. Seine Band spielt aber nicht nur im Schulkeller, sondern auch regelmäßig auf Events, wie im Burgsaal von Balduinstein. Rock auf der Burg heißt die Veranstaltung. Frank Feigl organisiert sie jedes Jahr, um die Kultur anzuschieben, hier an der Lahn. Limburg liegt zwar vor der Haustür, aber ist ja nicht so ganz, ja, ist schon leicht zu erreichen, aber wir hätten es gerne mehr hier. Und deshalb haben wir hier einen Verein gegründet, Kultur vereint. Wir haben hier ein wunderbares Ambiente, Burgsaal, alles Mögliche. Wir wollen also Leute hierher holen, die die Kultur etwas hier reinbringen, die die Region bereichern. Rock'n'Roll am Fluss. Auch wenn es ruhig ist an der Lahn, langweilig ist es nie. Kloster Arnstein, 20 Kilometer flussabwärts. Im Dezember 2018 sind die letzten Padres ausgezogen. Einige orthodoxe Schwestern sind nachgekommen. Aber auch sonst lebt das Gemäuer. Dank dieser Frau. Gabi Fischer hat ihr Herz dem Kloster geschenkt. Das ist ein kleines Stückchen Heimat. Arnstein ist so ein bisschen geistig-spirituelle Heimat. Wenn man in diese Klosterkirche reinkommt, die spricht einem an und sagt, ey, hier ist ein guter Platz, hier kannst du zur Ruhe kommen. Ich kümmere mich ja auch darum, dass die Kirche morgens aufgeschlossen wird, dass sie abends abgeschlossen wird. Und ich kümmere mich auch darum, dass immer Kerzlein da sind, die unsere Touristen, unsere Gäste in der Kirche anzünden können. Oh, nach Weißwein fragen, ja. Wechselgeld muss ich mich gleich drum kümmern. Hat das geklappt mit dem Stromkabel? Ja. An diesem Wochenende kümmert sich Gabi Fischer aber noch um sehr viel mehr. So, wir werden heute und morgen hier einen wunderbaren Kloster-Mittelaltermarkt machen auf Kloster Arnstein und hoffen, dass es ein bisschen besser wird, das Wetter. Die Freunde des Klosters haben sich im Verein Peregrini zusammengeschlossen und organisieren regelmäßig Veranstaltungen wie diese. Es ist eigentlich mein Lieblingskind und es sind nicht Händler hier, es sind Freunde und Freundinnen, die hierher kommen. Nach dem Motto, hier ist es so schön und Sie wissen, wir sind ein kleiner Verein. Kloster Arnstein hat eine 900 Jahre alte Geschichte. Und an die wollen Gabi Fischer und ihr Verein erinnern. Unser Ziel ist, Arnstein zu helfen, zu fördern, Werbung für Arnstein zu machen. Leute, kommt hierher, es ist ein ganz besonderer Ort. Ja, es ist einfach Liebe. Kloster Arnstein ist umgeben von Wald. Das gesamte Ufer der rheinland-pfälzischen Lahn ist ein dichtes grünes Band. Aber es gibt eine Insel, den Goetheberg in Obernhof. Hier hält ein Winzer die Tradition des Lahnweinbaus hoch.
Vor 2 Jahren standen hier Büsche und Bäume. Jetzt wachsen junge Reben. Ja, diese kleinen, manche sagen auch Rebenkinder dazu. Die müssen jetzt in der sogenannten Kinderstube müssen die ja gepflegt werden. Das heißt, die müssen angebunden werden, überwacht werden und so weiter. Das ist genauso wie bei den Menschen. Man muss schon früh Akzente setzen, wie die zu wachsen haben. Auch bei Uwe Haxel wurden schon früh die Akzente gesetzt. Ich bin schon immer hier in den Weinbergen rumgelaufen, schon als Kind. Das ist ja schon in der 3. Generation, wo wir das hier machen. 1924 hat mein Großvater hier angefangen, unseren Betrieb zu gründen. Da sind wir dann immer dabei gewesen und dann bleibt das auch so. Uwe Haxel hat in den letzten Jahren viel investiert. In neue Anbauflächen, Pflanzen, Technik. Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt den schwächelnden Weinbau an der Lahn. So konnten rund 1500 Quadratmeter Trockenmauern repariert werden. Die Mauern können ein paar hundert Jahre alt werden. Und da ist auch kein Zement und so weiter hier drin. Das sind einfach nur Trockenmauern, die einfach aufeinander gesetzt sind. In Anführungsstrichen einfach. Wenn man dann guckt, wenn hier so Steine sind, die müssen alle mit der Hand, man hat ja keine Hilfsmittel, um die da drauf zu setzen. In den 50er Jahren gab es in Obernhof immerhin 26 Winzer. Jetzt sind es nur noch 3. Aber gerade deshalb denkt Uwe Haxel nicht ans Aufhören. Beat down on bone and back, so far from home where the ocean stood, down dust and pine bone. Natürlich ist das hier mühsam, wie im Stallslagen Weinbau sowieso immer ist. Nur wie hier sind, das ist halt eine exklusive Lage. In einem anderen Weinbaugebiet, dann fällt man gar nicht auf. Und hier ist man halt einer von wenigen und nicht einer von vielen. Und vor allen Dingen, wenn wir hier so etwas machen, dass es hier an der Lahn noch einen Weinbauort gibt. Sonst wäre nämlich an der ganzen Lahn eine ganze Weinbautradition von Jahrhunderten wäre dann nicht mehr vorhanden. Und das wäre dann sehr schade. Uwe Haxel will sie weiterschreiben. Die über 900 Jahre alte Weinbaugeschichte an der Lahn. So, meine Damen, ich begrüße Sie recht herzlich hier an der Lahn, hier in Obernhof, für eine kleine Lahnweinprobe. Der Lahnwein gibt es ja nur noch hier in Obernhof. Ich sage immer, der fängt hier an und hört hier auf. Ein sogenanntes Reliktgebiet, was übrig geblieben ist. Ein schönes Gefühl, wenn den Leuten das alles schmeckt. Das ist dann die Belohnung für die Arbeit. Die Sommerreise an der Lahn geht weiter. Durch tiefe Waldschluchten hindurch. Vorbei an Burg Nassau. Und der mittelalterlichen Stadtmauer von Dausenau. In Bad Ems sind Kaiser und Zaren an der Kurpromenade flaniert. Und auch heute noch lädt die Stadt ein zum genauen Hinschauen. Genau das kann diese Frau sehr gut. Die Künstlerin Anna Herrgott. Bad Ems sind für mich alte, prunkvolle Gebäude. Man spürt den Glanz der alten Zeit.
Das ist eine Kleinstadt, ja. Und wenn man sich hier die Gebäude anschaut, dann sieht man das nicht auf den ersten Blick. Das könnte auch mitten in einer Metropole irgendwo sein, in einer ganz besonderen Stadt. Wenn ich durch Bad Ems fahre, dann sauge ich das Ganze meist in mich auf und nehme irgendwie den Flair der Stadt auch mit nach Hause. Mit ins Atelier. Seit 8 Jahren schon lebt Anna Herrgott in Bad Ems. Hier findet sie Konzentration für ihre Arbeit. Ihr wichtigstes Thema ist Schönheit. Versteckt, verspielt, verschlüsselt, kritisch hinterfragt. Man ist ständig umgeben vom Thema Schönheit, ständig umgeben von Werbung, von den ganzen Einflüssen, die durch die Schönheitsindustrie auf einen einschlagen schon fast. Man kann dem fast nicht entkommen. Und wenn man einmal in dem Thema steckt, findet man auch immer mehr und immer mehr Inspiration und immer mehr auch kritische Gedanken, die man verfolgen möchte. Und ich will da auch nicht mehr loslassen. Im Moment sitzt Anna Herrgott an einer neuen Arbeit. Sie entwirft ein fiktives, riesiges Illustriertencover, das hinterfragt, wie Mode und Klimaerwärmung zusammenpassen. Ihr ist wichtig, dass sich der Betrachter selbst spiegeln wird. Also es wird nachher ein Objekt im Raum werden, das praktisch frei steht im Ausstellungsraum. Es ist frei umgänglich, also es hängt jetzt nicht an der Wand. Das war für mich eigentlich auch recht wichtig. Ja, der Betrachter wird dann natürlich zum Teil der Arbeit, also er gehört dann in diesen Spiegel, zieht sich praktisch in diesem Cover und kann darauf vielleicht auch ein bisschen mehr reflektieren und findet vielleicht einen besseren Zugang zu der Arbeit auch. Ursprünglich wollte Anna Herrgott Glasmalerin werden, so wie ihre Mutter. Bei meiner Mama habe ich das gesehen, als ich klein war, und dann war das immer mein Traum. Also habe ich erst eine Ausbildung gemacht als Glasmalerin und habe dann während der Ausbildung recht schnell gemerkt, dass es eigentlich nicht das ist, was ich möchte. Ich wollte nicht Entwürfe von irgendwelchen anderen Menschen umsetzen. Ich wollte selbst entwerfen, wollte selbst meine Ideen umsetzen und nicht das, was andere von mir wollen. Mit ihrer Konzeptkunst hat sich Anna Herrgott inzwischen deutschlandweit einen Namen gemacht. Dass sie nicht in einer großen Stadt wohnt, für sie kein Problem. Im Gegenteil. Ich kann mich tatsächlich aufs Wesentliche konzentrieren. Also ich habe hier die Ablenkung nicht. Und das finde ich sehr wichtig und gut für mich. Bad Ems ist ein wichtiger Ort für die rheinland-pfälzische Kunst. In Schloss Balmoral werden bildende Künstler aus ganz Europa gefördert. Mit einem Stipendium. Ein künstlerischer Austausch, der auch Anna Herrgott gut tut. Regelmäßig besucht sie ihre Kolleginnen. Also einen Bezug zu Künstlern brauche ich schon. Und dann ist das Balmoral wirklich sehr wichtig für mich, ja. Also ich nehme das dann auch in Anspruch, wenn da Ausstellungen sind oder irgendwelche Vorträge oder das Sommerfest und fühle mich da schon ein bisschen zu Hause. Ja. Sie ist zu Hause für ganz unterschiedliche Menschen. Sie atmet Geschichte, bietet Inspiration, Ruhe und Erholung und ist ein Lebensquell. Die Lahn. Für die Bootsfahrer Heinz Scheier und Wilfried Viertel auf jeden Fall. Sie sind inzwischen in Lahnstein angekommen, kurz vor der Mündung in den Rhein. Es war ein langer, heißer Tag auf der Lahn. Aber sie können nicht genug kriegen von ihrem Fluss. Wir können nicht von der Lahn weg, ne? Es sei denn, die tun uns hier irgendwo in die Lahn mal einstreuen oder sowas. Ne? Solange fahren wir, solange das geht, fahren wir noch. Bei uns im Verein sind Leute, Männer 2, einer 83, einer 84, haben sich gerade das neue Boot gekauft. Und der andere Gästebad, der hat mit 71 einen Führerschein gemacht und der ist inzwischen 91. Die Lahn hält einen jung, die hält einen bei Laune. Und deshalb mag man noch nicht davon loslassen. Deshalb ist uns egal, wie lange das geht. Solange wir kriechen und krabbeln können auf dem Boot, ne, wird hier gefahren. Der Glanz der Lahn hat eben seinen ganz eigenen Zauber.